Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über die Vorteile von Elektro-Lkw. Ich stehe hier tatsächlich vor einer Raststätte, die 24 Stunden geöffnet hat. Genauso wie ihr 24 Stunden unterwegs seid für uns, um uns Waren zu bringen. Zum Beispiel im Supermarkt. Frische Milch, Butter, Eier. Das wollen wir alle schon früh morgens einkaufen können. Und dafür müsst ihr entsprechend früh unterwegs sein. Das ist ein Problem. Nicht nur für euren Schlafrhythmus, sondern auch für die Anwohner in Innenstädten, die direkt an Supermärkten wohnen. Denn auch moderne Lkw machen da ganz schön Radau. Ihr werdet es erahnen, es gibt da eine Alternative und die nennt sich Elektro-Lkw. Um sich das mal genauer anzuschauen, war mein Kollege Norbert einmal mehr unterwegs und zwar in Bad Cannstatt bei Kaufland. Lange einkaufen zu können, für viele Menschen längst eine Selbstverständlichkeit. Doch irgendwann ist Feierabend und da, wo viel gekauft wird, muss frische Ware kommen, damit die Regale aufgefüllt werden können. Wer macht sich darüber schon Gedanken? Was heißt das eigentlich, in der Nähe eines Supermarktes leben zu müssen? Die Menschen, die hier wohnen, wissen es ganz genau. LKWs fahren in der Nacht, LKWs kommen am frühen Morgen, permanent Bewegung, permanent Hektik. Und das, weil alle alles haben wollen, weil im Supermarkt alles selbstverständlich ist. Aber LKWs machen Lärm, LKWs machen Krach. Oder auch nicht, denn viele Discounter haben inzwischen erkannt, dass man diesen Lärmfaktor mit elektrischen Lastwagen einfach beseitigen kann. Die Supermarktkette Kaufland zum Beispiel. Sie hat nicht nur längst ihren eigenen Ladepark, sondern setzt inzwischen 8 Mercedes-Benz eActros 300 ein, um damit ihre Warenhäuser lautlos zu beliefern. Hier im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt zum Beispiel. Dieser 40-Tonner ist fast geräuschlos und im Gegensatz zu Diesel-LKW fährt er auch lokal emissionsfrei. Fragen wir doch mal nach, ob und wie das die Logistik von Kaufland verändert hat. Und neben mir steht jetzt Pascal Siegmund. Herr Siegmund verantwortet bei der Firma Kaufland den gesamten Bereich der Logistik des Transportes. Da hat sich vieles für Sie geändert, Herr Siegmund. Was ist neu am Elektro-Lkw? Beschreiben Sie doch einmal bitte. Ja, wir stehen jetzt seit einigen Monaten bzw. seit gut einem Jahr oder zwei Jahren vor dem größten Wandel auf dem Transportmarkt, der Transformation der Transportlogistik hin zu nachhaltigen Antrieben. Aus diesem Grunde haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wie wir den Wandel auch bei Kaufland vorantreiben. Und wir haben uns mit dem Thema Elektro-Lkw sehr intensiv auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, ein großes Projekt, ein Pilotprojekt hier in dem Kreis Großraum Ludwigsburg auch mit der Filiale Bad Cannstatt zu initiieren. Wie sieht es denn aus mit dem Lkw? Welche Erfahrungen im Vergleich zum Diesel haben Sie denn bislang machen können? Bislang haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir zum einen logischerweise CO2 einsparen können. Wir haben eine CO2-Einsparung pro Jahr von 900 Tonnen CO2 mit dem Elektro-Lkw, mit diesen 10 Filialen, die wir mit dem Elektro-Lkw liefern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen wahnsinnigen Vorteil. Er ist wesentlich leiser als der herkömmliche Lkw. Und das wissen die Anwohner gerade in den frühen Morgenstunden, aber auch am späten Abend, wenn wir mit dem Lkw anliefern, sehr zu schätzen. Bei Ihnen spielt natürlich die Zuverlässigkeit der Lieferung eine große Rolle. Hat sich da was geändert? Ja, ich sag mal so, sind jetzt morgens die Regale weniger gut gefüllt? Gibt es einen Unterschied im Vergleich zu früher? Eins ist ganz wichtig, der Kunde steht definitiv nicht vor leeren Regalen. Wir beliefern diesen Markt hier in der Innenstadt von Stuttgart seit gut einem Jahr mit Elektro-Lkw. Und die Anwohner wissen diese neue Anliefersituation sehr zu schätzen. Sie ist wesentlich leiser als der herkömmliche Lkw. Herr Siegmund, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und bevor ich jetzt mit dem nächsten Interviewpartner über das Thema Geräusche spreche, ein kurzer Einblick darüber, ja, welche Lärmemissionen macht überhaupt ein Lkw? Wie sieht es aus beim Diesel-Lkw? Wie sieht es aus beim Elektro-Lkw? Ein Vergleich zeigt, Diesel-Lkw verursachen beim Anfahren und Laden bis zu 85 Dezibel. E-Lkw liegen mit etwa 60 Dezibel deutlich darunter. Umfragen belegen eine deutlich höhere Anwohnerzufriedenheit. 80% bei E-Lkw im Vergleich zu 40% bei Diesel-Lkw. Die Daten stammen aus verschiedenen Studien und Forschungen über Lärmbelästigung in Städten. Und hier bei Kaufland kommen die Lkw, ja, sie kommen von Enride. Enride ist ein schwedisches Unternehmen. Neben mir steht jetzt der René Steinhaus. Herr Steinhaus, was macht Enride genau? Sie bauen ja keine Lkw. Enride ist eine Plattform. Vielleicht, Herr Steinhaus, können Sie das mal beschreiben? Wir bieten unseren Kunden, wie hier Kaufland, elektrischen Transport, nachhaltigen, kostengünstigen und zuverlässigen Transport. Und da merken unsere Kunden sehr schnell, dass es nicht so einfach ist, Elektro-Trucks fahren zu lassen. Unsere Fuhrunternehmen stellen fest, da ist viel Komplexität dahinter mit dem Charge, mit dem Laden und Ähnliches. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben alle Komponenten, das heißt den Truck,
Discharging, eine Plattform, wo wir alle Daten sammeln. Wir sind sehr datengetrieben und das Ganze verknüpft miteinander. Und wir haben unsere Carrier-Partner, unsere Fuhrunternehmer-Partner, mit denen wir gemeinsam diese Lösung aufbauen und dann auch fahren. Wie kommen Sie an Ihre Erfahrungen und vor allen Dingen, wie kommen Sie an Ihre Fahrzeuge? Wir kaufen von verschiedenen sozusagen OEMs. Das heißt, hier stehen wir vor einem Daimler. Wir haben aber auch DAF Trucks, wir haben auch Build Your Dreams und Scanias. Wir sind OEM-offen, sagt man sozusagen. Wir fahren seit 2020 erst in Schweden, dann in anderen europäischen Ländern, jetzt auch in den USA oder Middle East. Wir sammeln alle diese Daten von diesen Trucks, die Sie sowieso täglich senden, in unsere Plattform, in unsere digitale Plattform und sammeln so jeden Tag Erfahrungen, wie sich die Batterie verhält. Die ist ja jeden Tag unterschiedlich von Witterungsbedingungen und sammeln diese Daten und nutzen sie dann, um neue Projekte für neue Kunden zu berechnen und kein Experiment zu machen oder Piloten, sondern wirklich tatsächlich verlässlichen und bezahlbaren Transport zu entwickeln, vom Kundenbedarf bis hin zum tatsächlichen Betrieb. Herr Steinhaus, Ihr Job endet ja nicht mit der Beschaffung von Lkw. Welche Dienstleistungen bieten Sie denn sonst noch an? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wir bauen das ganze System auf. Charging, Laden und den Transport mit unseren Partnern. Und dann natürlich begleiten wir auch durch den Betrieb, durch die Operation, optimieren dort, schauen, wie die Prozesse funktionieren und sorgen immer dafür, dass der Truck dann groß ausgelastet ist und täglich fährt. Und das Ganze in Einklang zu bringen mit der Komplexität der Logistik, sowieso heutzutage schon Fahrerpausen, Staus, all das zusammenzufügen und die elektrische Komponente dort ja, harmonisch einzufügen und für den Kunden zuverlässig und kostengünstig zu fahren. Bei den Belieferungen von Supermärkten spielt das Thema Lautstärke eine große Rolle. Ist das das neue, das große Thema eben auch für Ihre Kunden? Auf jeden Fall. Viele sprechen von CO2, es gibt auch NOx, was reduziert wird sehr stark, aber vor allem auch der Lärm. Ich habe Fahrer, die sind seit 25 Jahren in der Stadt unterwegs und haben jetzt mit dem E-Truck das erste Mal von Fußgängern Daumen hoch bekommen, weil die Fußgänger merken, dass der Truck viel leiser ist und es ein ganz anderes Umgebungsklima erzeugt. Herr Steinhaus, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die vielen Informationen. Vielen Dank für den Besuch. Elektro-Lkw für die Belieferung mit Waren in der City einzusetzen, verändert also die Welt. Und sie schafft Argumente, auf die inzwischen viele Supermarktketten großen Wert legen. Der Einsatz von Elektro-Lkw hat also nicht nur Vorteile für die Umwelt. Nein, er bedeutet auch mehr Lebensqualität für die Menschen in der Stadt. Ruhiger zu schlafen heißt besser zu leben. Und damit zurück zum Kollegen Julian Hoffmann. Ja, herzlichen Dank, Norbert, für diese tiefen Einblicke in die Supermarktlogistik. Echt irre, was da für ein Aufwand betrieben werden muss, dass wir morgens einfach in den Supermarkt gehen können. Ich empfehle euch jetzt, dranbleiben bei unserer Serie über die Vorteile von Elektro-Lkw. Denn wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Bis dahin, ciao, servus und kommt gut durch die Nacht.